Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engladon zu einem neuen Part Pokémon Gelbe Edition mit dem Zwergenfürst. Und weiter geht es in der Höhle, in der Siegesstraße. Ja, ist es nicht irgendeine Höhle, es ist die Siegesstraße. Auf dem Weg zur Top 4 sind wir jetzt und müssten hier eigentlich noch ein bisschen trainieren, aber ja, wir schreiten mal voran und bahnen uns den Weg durch die Siegesstraße bis hin zur Top 4. Begegnen dabei noch einigen wilden Pokémon und ein paar noch wilderen Trainern. Und mal schauen, vielleicht bekommen wir da sogar ein bisschen Training dabei. Ja, ich bin jetzt sehr heiß drauf, dieses Spiel so schnell wie möglich zu beenden, so schnell wie möglich zu Top 4 zu kommen und so schnell wie möglich das hier hinter mich zu bringen. Ja, wir sitzen schon zu lange an diesem Projekt. Sag mal, habe ich kein Schutz-Item mit dabei? Es wird hier nämlich langsam auffällig. Ein Golbat. Nein, ich will kein Golbat fangen. Das muss nicht unbedingt sein. Ja, ich schau mal nach. Wahrscheinlich nicht. In Pokémon Gelbe Edition hat man ja nur begrenzte Möglichkeiten, Items mitzunehmen. Daher denke ich, nein. Aber nicht. Wieso denn auch? Wie wäre es denn? Oh, Pikachu ist schon K.O. Das war mir gar nicht mehr klar. Stärke, gut, ich so. Ja, habe ich doch gerade. Na toll, jetzt kommen wir da nicht mehr durch. Ich glaube, das kamen wir eh nicht durch. Da wir auf der falschen Seite sind, kommen wir da eh nicht durch. Ja gut, was nun? Das ist hier die Frage. So, da ist die Treppe, da kam man wahrscheinlich im letzten Part hoch. Das nervt ja auch mit den ständigen Pokémon, die hier auftreten. Ist halt schon der fortgeschrittene Level, ist halt schon ein bisschen weiter in der Top 4. Ja. Dann verschieben wir das halt. Wir sollten aufpassen. Okay, da muss das nicht hin. Jetzt ist wieder zurück an dem Platz, wo es war. Wohin damit? Das ist hier die große Preisfrage. Und schon wieder werden wir angegriffen. Gibt's doch nicht. Ein Golbat. Diese Golbats in den Höhlen. Da kriegt man noch einen Krampf. Na komm, weg mit dir. Sag mir, Stein, wo soll ich dich hinbringen? Hast du einen Plan? Wahrscheinlich hast du keinen Plan, Stein. Bist ja nur ein Stein. Ein Stein. Ja. Schlechter Wortwitz. Das ist auch ein Stein. Ein Stein sollte schon irgendwie einen Plan haben. Aber das ist hier nicht der Einstein. Tja, Steingeschiebe. Wohin mit dir? Was fange ich an? Ach so, ja. Es wird ein kleines Labyrinth. Aber ja. Könnte man hinkriegen. Mal schauen. Wird vielleicht ein bisschen knifflig, aber dafür haben wir die Leiter, wo wir runterkriechen können. Ich glaube, runter wollen wir nicht. Wir müssen nach oben. Um zur Top 4 zu kommen. Es sei denn, wir versperren uns da gleich den Weg. Dann ist das natürlich blöd. Jetzt ist Überlegung gefragt. Jetzt müssen wir mal gucken.
Wie gehen wir daran? Ich würde sagen, so hier einmal. Und dann können wir auch hier so lang, so lang, so lang und hier den Schalter betätigen. Zack. Da muss jetzt was geklickt haben. Man hat kein akustisches Geräusch gehört, aber dann muss es wohl was gegeben haben. Eine TM haben wir geholt. Ja, da wusste ich auch nicht so wirklich, was ich sagen sollte. Da habe ich mich mal wieder verhaspelt. Ja. Na gut, wie kommen wir hier weiter? Hier war doch was, da wollten wir hin. Ja gut. An dieser Trainerin vorbei. Da war doch ein versperrter Weg. Vielleicht können wir da jetzt vorbei. Ist auch nervig hier mit den wilden Pokémon. Es ist im Schnitt vor allem ein bisschen blöd. Da muss nach jedem, vor jedem Pokémon wieder schneiden. Das wird ziemlich aufwendig. Ah, jetzt kommen wir hier durch. Das ist gut. Und weiter geht es. Ich glaube, wir sollten mal gegen die kämpfen, aber... Nee, da wollen wir nicht lang. Hier müssen wir den reinschieben. Jo. So ist gut. Der ist jetzt im Wege. Eventuell wollen wir da nach rechts lang, aber... Ja, da können wir gerade nicht durch. Auch wenn wir den Stein verschieben. Dann hüpfen wir vielleicht durch dieses Loch hier. Oh, okay. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ich glaube nicht, dass das so sollte. Das sieht schlecht aus. Das kommt mir nicht bekannt vor. Diese Stelle. Kommt mir erschreckend bekannt vor. Hoffentlich irre ich mich. Hoffentlich ist das eine andere Stelle. Oder wir kommen hier auf jeden Fall weiter. Das wäre echt mies. Wenn wir wieder an der Stelle waren, wo wir schon mal waren. Ach, komm schon. Ich weiß jetzt echt nicht, wo ich den Stein hinschieben soll, aber ich schiebe jetzt erstmal, würde ich sagen. Flucht. Na komm. Lass mich doch mal hier was gelingen. Na komm. Den Stein. Nein, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Oder doch? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Sieht sehr bekannt aus, aber... Ich würde nichts drauf verwetten. So, Frage ist, wo soll der Stein hin? Hier nicht. Hier ist nichts für den Stein. Ist natürlich gut, dass wir den runtergekickt haben. Ich denke zumindest. Da sollte er hin. Aber was nun? Wo muss der als nächstes landen, der Stein? Ja, das ist natürlich gut, dass ich den so hingepackt habe. Achso, den haben wir schon herausgefordert. Wahrscheinlich haben wir das. Oh Mann. Den Stein also wieder zurückschieben. Hier sind wir falsch damit. Zurück mit dir. Zurück. Ja. Das war wohl nix. Nein. Mein Gott. Ich will hier raus aus der Siegelstraße. Ich will nicht noch 63 Parts hier in der Siegelstraße verbringen. Was? Ich darf nicht fliehen. Gibt's doch nicht. So ist der Stein jetzt da weg. Ja, ist er. Sehr gut. Dann schieben wir ihn mal in die andere Richtung. Ich glaube, da wollen wir ihn haben.
Wie wäre es denn mit Stärke? Ich glaube, das ist der Schalter, den wir suchen. Der Schalter, den wir suchen, führt zu dem Weg. Da die Leiter hoch. Der ist momentan versperrt. Dann haben wir den wahrscheinlich noch nicht freigeschaltet. Die Frage ist aber, wo hin mit dem Stein? Wo schieben wir hin? Wir nehmen einfach den Stein und schieben ihn woanders hin. Jo, okay. Es hat geklappt. Der Weg ist frei. Der Weg ist nicht mehr versperrt. So, hier wären wir. Ah, okay, das ist gut. Da wollten wir hin. Angry Birds. Okay. Flucht. So, hier geht's dann weiter. Oder was? Der Ausgang. Hoffentlich der richtige Ausgang. Okay. Indigo Plateau. Das große Ziel aller Trainer. Die Pokémon Liga. Na, das klingt ja gut. Das klingt ja richtig. Okay, hier lang. Sind wir hier schon da, oder? Ein Labyrinth. Indigo Plateau. Okay, das scheint das Indigo Plateau zu sein, aber wie, aber wo, aber wann? Okay. Verstehe. Nee, verstehe nicht. Warum sind hier... Wie komme ich denn jetzt auf das Indigo Plateau? Ja gut, Säulen. Aha. Indigo Plateau. Indigo Plateau. Ich verstehe nicht. Hauptquartier ist die höchste Pokémon-Autorität. Warte, da stand doch was. Okay. Indigo Plateau, das Hauptquartier ist die höchste Pokémon-Autorität. Tja, und nu? Da steht überall was anderes drauf. Nein, nicht überall was anderes drauf, aber... Vielleicht können wir uns hier so durchschleichen. Ja, können wir. Das ist ja seltsam gesetzt, diese Statuen. Okay. Oh. Da hat sich die Farbe verändert. Wo sind wir hier? Ist das die Top 4? Die Pokémon-Liga. Hallöchen. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Pokémon-Center. Da können wir die Pokémon heilen. Mach's dir mal wieder fit. Wir benötigen deine Pokémon. Und... Dum, 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 dum. Das ist schon mal nice. Das können wir gebrauchen. Topfitte Pokémon. Wir hätten vielleicht ein paar Trainer bekämpfen sollen. Damit wir uns hier Items leisten können. Tja, ab jetzt triffst du nacheinander auf die Top 4. Wenn du einen Kampf gewinnst, wird der Weg zum nächsten Trainer freigegeben. Viel Glück! Okay, wenn ich verliere, komme ich wieder zurück. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Kauf! Okay, schauen wir mal, wie viel wir uns leisten können. Beleber, das wäre erstmal wichtig. Wie viel haben wir denn da überhaupt schon? Ich schaue erstmal nach, was ich so habe. Items. VMs. Ich habe praktisch nichts. Ja gut, damit kann man nicht arbeiten. Superheiler, Beleber, Topschutz. Ja, Topschutz bringt uns jetzt auch nichts mehr. Beleber bräuchten wir mal ein paar. So viel Geld haben wir gar nicht. 3 erstmal. Und jetzt noch ein Top-Trank. Kein Geld. So ein Scheiß. Kein Geld und dann das. Ein Top-Trank. Ein Top-Trank reicht.
Ja, wird wahrscheinlich nicht reichen, aber. Au, oh, Kacke. Mit unseren unterlevelten Pokémon und fast keinem Trank in die Pokémon-Liga. Ich hoffe, sie ist leicht. Denn wenn du einen Kampf verlierst, musst du ganz von vorne beginnen. Ja, das klingt ja optimistisch. Zwerg, schalte den PC ein. Bis PC, PC von Zwerg, ex-PC. Was haben wir denn da? Da können wir uns neue Pokémon runterholen. Du kannst keine Pokémon mehr tragen. Also jetzt können wir was ablegen und dafür was Neues mitnehmen. Nein, komm, sind doch eh alle nur unterlevelt. Da gibt es nichts Wertvolles mehr auf der Box, was uns jetzt noch helfen könnte. Naja, kann ich nur sagen, shit happens. Willkommen im Kabelclub. Bitte melde dich hier. Das Spiel wird gesichert, bevor die Verbindung hergestellt wird. Ach nee, komm. Kabelclub. Könnte man jetzt sich mit einem Freund verbinden über Kabel? Ja, damals konnte man das. Jo, und hier geht's dann scheinbar ab zur Top 4 in der Pokémon-Liga. Da wären wir angekommen. Ja, jetzt treffe ich nacheinander auf die Top 4. Oha, die Spannung steigt. Na, ich würde mal sagen, ich speichere kurz mal zwischen. Dass wir mit dem Stand hier weiterspielen. Dürfen wir drinnen nicht speichern. Dann würde ich mal sagen, fangen wir schon mal an. Hey, dann wagen wir uns noch an die ersten Trainer. Auf geht's. Der erste Trainer der Top 4 wartet auf uns. Zurück kann ich jetzt nicht mehr. Jo, eine Stimme. Oha, eine Stimme. Lauf nicht davon! Ja, hatte ich nicht vor, ich wollte es nur ausprobieren. Hier kann ich nicht weiter. Ach, Mann, schade. Ich dachte, ich könnte das hier irgendwie überspringen. Jo, na dann, fordern wir den ersten den ersten Top 4 heraus. Ein Wassertrainer, wie es ausschaut. Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Lorelei und gehöre zu den Top 4. Niemand kann sich mit mir messen, wenn es um Eis-Pokémon geht, außer mein Feuer-Pokémon. Die Kraft von Eis-Attacken ist unglaublich. Du wirst um Gnade winseln, wenn ich deine Pokémon eingefroren habe. Hahaha, bist du bereit? Nicht wirklich, aber ich versuch's und ich heb mir die Leber und die Tränke, wenn möglich, erstmal bis zum Champ auf. Die stärksten Trainer im ganzen, in der ganzen Region. Na dann, Pikachu ist vielleicht jetzt nicht die beste Wahl. Wie wäre es denn mit Glutexo? Ja, wir hätten Glutexo vielleicht an den Start packen sollen. Jetzt hat er nicht mehr Ersthit. Na dann, Feuersturm. Ich denke doch, das ist die geeignete Attacke, oder? Ist Feuer nicht effektiv gegen Eis? Sollten wir vielleicht doch Elektro. Ich kenne mich mit den Spezialitäten der Pokémon nicht aus. Und Glutexo ist besiegt. War vielleicht Pikachu doch die gute Wahl. Pikachu. Donnerschock. Na komm. Vielleicht ist mein Team auch einfach zu unterlevelt. Wir werden es einfach nicht gebacken kriegen. Pikachu besiegt. Oh Mann. Georock, mein stärkstes Pokémon. Ja, Schaufler, versuch's doch damals mal. Am Ende kommen wir noch mit Georock alleine durch die Top 4. Oder auch nicht. Georock wurde besiegt. Das war gerade mein stärkstes Pokémon. Und gute Nacht. Ja, gut. Da wären wir wohl gescheitert am ersten Trainer in der Top 4. Och nö, nein, ich will nicht.
Ich hab's ja schon bei Gary vorausgesagt. Ich hab's schon gesehen. Mein Team ist zu schwach, unterlevelt. Gary habe ich ja auch nur mit Ach und Krach geschafft. Es war ja schon vorauszusehen, dass die Top 4 uns einfach mal toppt. Ja, die Top 4. Soll das so enden? Soll es das sein? Der Abbruch des Let's Plays. Naja, eine Überlegung wäre es wert. Wir könnten noch ein Part Training in der in der Siegestraße machen, aber ja, viel wird das nicht mehr bringen. Ein bisschen wird es bringen, aber die Pokémon wesentlich stärker macht das jetzt nicht. Das kann ich euch schon mal versprechen. Vielleicht werden wir noch ein, zwei Level dazu kriegen für jedes Pokémon. Aber ein Unterschied macht das da nicht aus. Und da ist der Zug abgefahren. Das Training für Pokémon jetzt noch vor der Top 4. Ja, da hätten wir mehr Trainer mitnehmen sollen auf dem Weg. Schon sehr früher, vor 10, 20 Parts schon hätten wir da anfangen sollen. Die Lektion lautet Training, Training, Training. Nicht die Top 4 unterschätzen. Ja gut, jetzt passiert relativ wenig, weil Gung nicht angreift. Aber das ist das erste Pokémon der Top 4. Wir scheitern nicht am ersten Trainer der Top 4, wir scheitern am ersten Pokémon der Top 4. Ja gut, so viel dazu. Ich hab's ja im letzten Part schon gesagt. Ich hab's in diesem Part schon gesagt. Ich will das Projekt beenden. Schaut so aus, als wäre das jetzt hier das Ende. Das sollte es eigentlich nicht sein, aber tja, müssen wir wohl eine Ungnade aus dem Pokémon-Projekt gehen. Ich meine, gegen Gary haben wir auch in drei Parts gekämpft, haben wir es auch versucht, aber ihr seht es, das erste Pokémon in Top 4, der erste Trainer, Training nicht wirklich möglich. Da werden wir wieder zurück. Team heilen. Schwachsinn, die müssen geheilt sein, oder? Das Team ist geheilt, oder? Ja, ja, Kabel links, das wird nicht funktionieren. Ja, da wären wir also im Indigo-Plateau. Haben wir das Ziel der Reise zumindest erreicht? Naja, das Ziel der Reise war es, Top 4 Champ zu werden. Sind aber hier am ersten Trainer gescheitert. Na gut, mehr kann ich auch nicht machen. Ja. Ich überlege gerade, ich krümle gerade über die Alternativen nach. Ja, jetzt können wir hier nur den Weg zurückwagen und können sagen, ja, so traurig es ist, aber so wahr ist es auch, können wir hier nur zurückgehen und sagen, ja, na, zurückgehen werden wir jetzt nicht, aber sagen müssen wir, wir sind gescheitert. Ja, ganz offen mal, muss ich mal sagen, eine Option wäre jetzt nochmal zurückzugehen, wirklich zurückzugehen in den Berg, in die Siegelstraße, um da noch ein bisschen gegen Pokémon zu kämpfen, gegen Trainer zu kämpfen, habe ich ja gerade schon gesagt, die Option einfach mal guckt, ja, das bringt vielleicht ein bisschen noch was, also ganz realistisch gesehen, 2-3 Levels für jedes Pokémon sind da drin, also das habe ich auch bei Gary schon gemacht, das ist machbar, also wie sind die Pokémon jetzt? Wie sehen die aus? Pokémon-Team, Pikachu Level 31. Auf Level 33 oder Level 34 kriegen wir das Pikachu noch hin. Stärkste Pokémon, das höchste gelevelte, Georok. Na gut, 52, 53 kriegen wir das noch hin. Das
könnten wir mit dem Training in der Siegesstraße noch hinkriegen. Schnürk dann auf Level 36, Tobunga auf 37, Blutexo auf 35, Smetbo auf 34, 33, man kann ja nicht alle Pokémon gleichzeitig trainieren. Ihr seht das Team gerade selbst, das sind keine Levels, mit denen man gegen den Champ gewinnen kann. Geschweige denn gegen den ersten Trainer des der Pokémon Top 4. Ja, wir könnten jetzt noch ein Part machen, wo wir trainieren und dann nochmal versuchen und dann nochmal kläglich scheitern. Dann Top 4, dann hätten wir noch zwei Parts, zwei oder drei Parts, die man hier noch anbieten könnte. Wir könnten, zweite Alternative wäre, zweite Möglichkeit, also das sind jetzt Alternativen zum einfach aufhören und den Part beenden und das Projekt beenden und kampflos aufgeben, ja kampflos nicht, aber mit einem Versagen aufgeben. Tja, die zweite Alternative wäre jetzt noch, also die Kämpfe, also das ist dann auch noch, ist irgendwie Alternative Nummer 1, also Möglichkeit Nummer 1, zurückzugehen, zu trainieren und dann das Geld auch noch zu nutzen, also das zählt auch noch zu Nummer 1, das Geld dann auch zu nutzen und in den Kampf zu gehen und auch die Tränke zu haben. Ja, Alternative 2, das ja, habe ich mich eigentlich jetzt versprochen, Alternative 2, jetzt mit dem einen Top-Trank, den wir haben und den zwei Belebern, die wir haben, uns irgendwie noch durch die, durch das erste Pokémon der Top 4 uns durch den ersten Kämpfer schlagen, da dann noch ein Part haben. Vielleicht schafft man es irgendwie mit Ach und Krach, vielleicht dann noch vereint mit dem Training, vielleicht also noch ein Part zurück Training, dann kriegen wir es noch ein paar Levels hoch, dann schafft man es vielleicht noch, hat man noch einen Erfolg, den ersten Trainer zu besiegen, aber den zweiten Trainer schaffen wir dann auf keinen Fall, weil der wird dann nochmal stärker und da haben wir dann keine Chancen. Also zumindest den ersten Sieg zu haben, zum Champ kommen wir auf keinen Fall. Tja, sehen wir noch eine Alternative 3. Alternative 3 wäre Cheats auszutesten, die ich nicht habe. Gäbe es bestimmt irgendwie, wie sie sich vielleicht irgendwie machen. Ja. Ich habe eine Idee, ich schlage euch jetzt mal was vor, das ist eine Alternative Nummer 4. Die werde ich wahrscheinlich auch so durchziehen. Ich mache jetzt das als vorletzten Part. Ist mir gerade bei Cheat gekommen, also beim Wort Cheat ist mir gerade die Idee. Ist zwar kein Cheat, sondern ein Glitch. Dann würde ich mal sagen, wir machen den Glitch nochmal. Das ist der 100% und ich weiß nicht, wie der heißt. Das muss ich mir nochmal angucken. Das ist irgendwie der Glitch bedeutet, dass man das Spielstand löscht. Wir kommen ja jetzt eh nicht voran. Wir kommen ja jetzt eh nicht zur Top 4. Man würde dann den Spielstand löschen und nochmal von vorne anfangen in Alabastia dort am Anfangspunkt bei der Mutter. Dann müsste man ein paar Bewegungen machen und würde sich dann durchglitschen bis zum Ende der Top 4, bis zum Ende, also bis zur Ruhmeshalle. Das wäre der Ruhmeshallen-Glitch. Irgendwie mit zwei, drei Schritten zur Top 4 das ganze Spiel überspringen. Ich glaube, so machen wir es noch. Dann mache ich noch einen nächsten Part, einen letzten Part mit dem Glitch und dann beenden wir das Let's Play. Haben wir noch ein lustiges Ende, ein sinnvolles Ende und dann, ja, nehmen wir Alternative Nummer 4. Ja, machen wir das so. Mache ich im nächsten Part noch den Glitch, wenn ich es hinkriege. Und dann, ja, dann sehen wir uns morgen im letzten Part wieder. So schaut's aus. Machen wir das, oder? Ich kann euch jetzt schlecht befragen, aber ja, das wäre jetzt die einzige Möglichkeit, die wir jetzt noch gut aus diesem, das ist jetzt die wahrscheinlichste Möglichkeit, die beste Möglichkeit, die wir jetzt noch aus diesem Verlust rausziehen können, wenn wir daraus noch machen müssen.
Na, dann bin ich diesen Part auf jeden Fall auch an dieser Stelle. Ich speichere hier mal zwischen. Speichern braucht man eigentlich nicht mehr. Wir werden den Spielstand eh im nächsten Part löschen. Ja gut, dann war es das erstmal an dieser Stelle mit der Reise. Dann haben wir die Reise jetzt beendet von Pokémon Gelbe Edition. Morgen, und nein, nicht morgen, aber demnächst, der letzte Part. Dann wären wir jetzt noch im Mai damit fertig. Ich werde in der letzten Maiwoche jetzt noch den letzten Part raushauen. Und dann sind wir damit noch fertig. Ja, so viel dazu. Däumchen nach oben, soll es euch trotzdem irgendwie gefallen haben, dass wir durch die Siegelstraße gekommen sind und das zumindest versucht haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwangfest verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen, fröhlichen Tag. Man sieht sich im nächsten, letzten Part Pokémon Gelbe Edition mit dem Zwangfest wieder oder in einem anderen Part, Let's Play Part oder Video auf meinem Kanal wieder. Haut rein und ciao, ciao.